blamieren, Petunia. Seine negative Ausstrahlung verwirrt sie. Ah. Die Grünen, ihr könnt euch dort. Jetzt geht's los. Theoretisch müssten wir so jetzt sicher sein, außer wenn die von dort kommen. Was ist das? Eure dunkle Energie übernimmt die Kontrolle über mich. Mein ja. Licht. Mein Licht. Toller. Ich muss jetzt doch. Königin Fee wird mir noch irgendwann erliegen. Warum lasst ihr zu, dass dieser schlimme Kerl das mit euch tut? Das ist nicht schön. Hey, es gefällt ihr, hallo? Was ist so schlimm daran, wenn es ihr gefällt? Sauerei. Weiter. Ah. Liebes, keine Sorge. Los, machen wir sie alle kalt. Zurück! Ach komm, ich bin nicht böse. Ich hatte nur eine schlimme Kindheit. Attacke! Wir werden eher in den Augen öffnen. Vielleicht noch Fahrt machen. Seid ihr wirklich so dumm? Hört ihr mir denn nicht zu? Scheint hören sie dir nicht zu. Das ist ja das Problem hier. Oh, jetzt sind wir wieder am Anfang. Dieses Mal seid ihr zu. Oh, ein hoffnungsloser Fall. So, der Taro, wir angefangen haben. Mach weiter bei dir. Na, muss ich hoffentlich keiner mehr stören. Richtig so. So.
eurer dunklen Herrlichkeit. Sie ist so rein für euch. Nicht wirklich. Ende Nacht. Ich spüre es. Die Dunkelheit überkommt mich. Das kann dauern. Ja, wenigstens sind wir gut abgesichert. Ich war kaum auf die Feen. Ich lebe. So viele andere sind gestorben. Ihr habt eine neue Frau aus mir gemacht. Ich begebe mich in euren Turm, wo ich eure Rückkehr erwarte. Sehnsüchtig. Oh. Sehr schön. Königin Fea? Nein, ich bin jetzt nicht mehr eure Königin. Ich kann es jetzt klar erkennen. Und ich möchte mit diesem Ort nichts mehr zu tun haben. Er ist jetzt euer Gebieter. Ihr befolgt nun jeden seiner Befehle. Eine ganz neue Welt wartet auf mich. Nicht wahr, dunkler Herr? Oh. Ist das nicht süß? Wir haben es geschafft. Jetzt haben wir sogar eine dritte, na super. Wir haben dringend eine Sache zu bereden. Ihr habt wohl einige unselige Hofschranzen versammelt. Oh. Eine Flüchtige aus dem Kaiserreich mit mehr Vorbau als Gehirn. Lächerlich. Ich bin hübsch und ich habe einen guten Geschmack. Und eine Art Nordberger Schneeratte. Oh. Wie tief wollt ihr eigentlich noch sinken? Ich würde dich gerne mal mit einer Robbenmutter kämpfen sehen. Ist es denn zu viel verlangt, dass ihr sie einfach tötet? Oh Mann. Und mich schließlich zur Hauptmätresse macht? Ihr werdet es sicherlich nicht brauchen. Aber wie wäre es mit der Unterstützung der Salamander im Endkampf gegen das Kaiserreich? Ich wollte nachsichtig sein, weil du neu bist, Fee. Aber wenn du willst, wenn du mich zur Hauptmätresse machst, werden dich die Wölfe im Endkampf unterstützen. Moment! Ich kenne ein paar Tricks aus Immerlicht. Wenn ich Hauptmätresse werde, bekommt ihr diese kleinen grünen Spinnendinger zur Unterstützung. Die und dann natürlich mich. Ach du Schande. Ja, ich denke mal, da wir Fair als letztes bekommen haben, sollten wir erstmal sie zur Mätresse nehmen. Aber wir können es ja jederzeit ändern. Wenn die Damen weit. Als eure Hauptmätresse werde ich versuchen, gnädig zu sein zu diesen Sklavinnen. Eine weise Wahl. Ein Overlord hat jedoch das Privileg, seine Meinung zu ändern, ich weiß. Ich weiß, am Ende werde ich sowieso Kelda nehmen, denn die kennen wir am längsten. Okay, wollte gerade sagen, ist jetzt ein Geist geworden oder was? Aber na gut. Sorgen wir dafür, dass die uns sehr gern hat. Ihr beeindruckt mich. Ihr wisst, was ich will. Das passt gut. So. Geschafft. Ihr seid böse. Ich bin böse. Was gibt es da noch zu sagen? Kommt herein. Oh Mann. Meister! Ach,
schon wieder dieser Spanner. Das gibt's auch echt nicht. Hey, sehen will! Okay, möchte ich wissen, was ihr da seht, also. Okay, du kleines Perversling, verschwinde. Okay. Und jetzt gibt's noch einen Trick, wie man alle drei quasi gut stimmen kann. Man muss die Flagge des Overlords haben und mindestens zwei Sachen von jedem. So, mal schauen. Was nehmen wir denn? Hat sie... genau hier gehört. Jetzt erstmal Juno. Mal gucken. Dann nehme ich auf jeden Fall den Thron. Den Schlangenthron. Ihr kauft gut ein. Die Nachbarn werden garantiert neidisch sein. So. Jetzt kommt natürlich unser wahrer Liebling Kelda. Du brauchst mich. Ich wusste, du würdest kommen. Kelda ist unser unangefochtener Favorit. Mal schauen. Die Wolfreiter. So etwas wollte ich schon immer haben. Und die Kerzen. Gute Wahl. So, das müsste jetzt geklappt haben. Ja. Wir haben geredet. Wir könnten uns wohl vertragen. Zumindest für 30 Minuten? Ach komm. Eine Stunde. Mit etwas Gesellschaft. Warum kommt ihr nicht hier herein und seht, wie gut wir alle auskommen? Halla. Jetzt wird's interessant. Natürlich wieder. Meister! Natürlich wieder Spanner, also. Weiter so, Meister! Tja, 3 Stunden später. Wer hätte gedacht, dass wir uns verstehen? Und so lang. Ohne euch wäre das sicherlich nicht gegangen. Ein Zeichen unserer Anerkennung, o Herr. Ach, ist das nicht schön. Endlich, die Damen vertragen sich, alle sind glücklich. Was will man mehr? Herrlich. Und als nächstes kommt der große Kampf gegen das Kaiserreich. Seid ihr bereit, eure Zauber zu inspizieren? Natürlich. Richte dich nicht auf mich, Lord. Oh, weiter geht's. Haltet die Ausschau nach Katalysatoren, Herr. Diese großen Artefakte gehen irgendwie ständig verloren. Ich kann die Furcht schon riechen, könnte aber auch Gunther sein. Ja. So genau wollte ich es nicht wissen, genau, aber danke. So, alle sind happy. Da kann ich ja jetzt endlich wieder eine Pause machen. Wie das jetzt klingt. Also, so schlimm ist das Spiel auch nicht, dass ich mir wünsche, dauernd Pausen zu machen. Aber jetzt, wo der große Endkampf bevorsteht, sollte ich vielleicht dafür sorgen, dass wir auch endlich, endlich auch den anderen Helm kriegen. Damit wir auch in voller... So viele unterstützen das Kaiserreich. Ich verstehe einfach nicht, warum. Keine Ahnung, vielleicht sind sie besoffen. Ah, na gut, ich mache jetzt eine Pause. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.